30,3 cm lang ist dieser Mitteleinstiegswagen der ÖBB von Rocco. Das heißt, exakter Längenmaßstab in 1:87 und das wird die kompromisslosen Modellbahner freuen. Kompromisse sind dann allerdings in Gleisbögen angesagt, denn auf den üblichen heimischen Anlagen ragen die Wagenkästen weit über die Gleisbögen hinaus, wie hier auf dem K-Gleis R2 unserer Präsentationsdrehscheibe zu sehen ist. Der Überstand wird sich auf Gleisen mit größeren Radien etwas verringern, aber kaum ganz verschwinden lassen, denn vorbildgerechte Gleisbögen von rund 7 Metern Durchmesser stehen bei Heimanlagen in der Regel außerhalb des Machbaren. Der Wagen ist mit Inneneinrichtung ausgestattet, die Kurzkupplungen stecken in Normschächten und sind leicht austauschbar. An der Bedruckung fanden wir wenig auszusetzen. Zwar sind alle Ränder von Ziffern und Buchstaben scharf, doch zeigten sich unter der Vergrößerung diverse Macken. Die Bearbeitung war bis auf eine schräg eingesetzte Trittstufe einwandfrei, auch alle Räder liefen rund. Laut Rocco wurde der Wagen in den Epochen 4 und 5 eingesetzt. Das ist in Österreich, so Morop, die Zeit von 1970 bis 2005.